Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir haben in der letzten Folge ja angefangen oder es halt weitergeführt, diesen Digital Miner zu bauen. Ich muss jetzt aber nochmal gucken, wo wir da stecken geblieben sind. Und ich glaube, wir sind beim letzten Teil stecken geblieben. Und ich glaube, das war das hier. Und Refine Obsidian, genau. Ich glaube, ich muss noch Obsidian dafür farmen. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem werden. Wir holen uns mal schnell ein paar Buckets. Vergessen wir, dass das Spiel hier auf Englisch ist. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. So. Vorteil ist ja, wir haben hier schon Vorräte. Und ich fülle die jetzt einfach mal alle auf. Dann gehen wir hier hin. Was ich mir gerade so auffällt, ich habe total vergessen, ich muss den. No! Nein! Mal wieder derselbe Fehler. Ich muss das ja noch in Obsidian umwandeln. Ich war irgendwie vorhin gerade auch dezent verwirrt, weil ich irgendwie die ganze Zeit gedacht habe. Ich hab's ja. Was ist eigentlich das? Das schaut lustig aus. Logical Sorter. Aha. Aha. Cool. Eins. So, jetzt habe ich die Lava Buckets da gemacht. Aber muss das noch in Lava umwandeln. Tja, dafür haben wir hier so schöne Sachen. Attack. Jetzt wird mir hier doch ein bisschen Platz im Inventar zu machen. Zack. Und tu dann mal. Auffüllen. Du kannst auch nach da oben. Und dann brauche ich noch Wasser. Den habe ich natürlich jetzt vergessen, ne? Ah, schau mal, ich habe hier. Okay, ich mache das eine da drüben und dann gehe ich da wieder rüber, weil. Was mir auch wieder voll ist. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe gleich das extra damals so gebaut, dass ich das mit Cobblestone hätte machen können. Eingefallen ist, ich habe. Ja. Wasser und Lava Zugriff und ich kann bestimmt daraus auf irgendeine Weise. Es geht doch bestimmt auch so rum, oder? Nee, geht nicht so. Schade. So. Dann haben wir jetzt fürs erste Mal ein paar. Mal ins Inventar. Dann schauen wir uns mal an, wie der Digital. Wie gesagt, es ist jetzt wieder eine Zeit her. Seitdem ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe. Dementsprechend muss ich immer wieder gucken, was der letzte Stand war. So, Digital Obsidian. Wie stelle ich jetzt rein theoretisch dich her? Dich aus dem Compressor. Da brauche ich natürlich Refined Obsidian und Osmium Ingot. Und die TB oder Tanja hat mir geschrieben, ich habe die Nummer 1 Regel gebrochen. Und zwar immer einen Zeppling zu erschaffen, der Ressourcen nachbringt. Ja, ich laufe außerhalb der Regeln. werde mal schauen, ich werde irgendwann das erweitern. Wie gesagt, das ist halt dann hier oben so eine Sache, die ich erweitern muss. Weil jetzt ist ja alles schon voll. Klar, ich kann eins nehmen und hin und her, aber ich will das im Endeffekt gescheit machen. Und fürs Erste sollte das reichen. So, warte mal, jetzt habe ich total vergessen, vor lauter Laberei. Das muss in den Osmium-Kompressor. Unten brauche ich einfach ein Osmium. Bedeutet einfach ein Osmium. Hier habe ich doch ein bisschen was. Und dann tun wir gleich alle 7 umwandeln. Klack. Du kommst hier hin und du kommst hier hin. Und da passiert nichts, weil ich wahrscheinlich erst davor crushen muss. Manufacturer. Do your job! Ich hoffe, es kommt ein bisschen mehr raus. Ich werde da hoffentlich mit ein bisschen was hinkriegen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ah, schauen wir da mal. Modfilter. Ah, das sind Modfilter, okay. Cool. Wie gesagt, ich muss mir noch in vieles, wie gesagt, einspielen. Wir werden mal schauen, wie weit wir wann kommen. Ah,
Jetzt habe ich gedacht, ich bin schlau und ich war es wohl nicht. Ich muss den lieber. Wie war das? Nein. Oh. Ich brauche hierbei für die Ingots, wenn ich die verarbeiten will, Refined Obsidian Dust. Metallic Infuser, okay. Das ist mein Metallic Infuser hier drin. Brauche ich wieder Diamond Powder oder was? Diamond Powder. Tun wir halt mal einen halben Stack nehmen, den umwandeln. Für was haben wir denn die Presse? Do your thing. Dann marschierst du schon mal in den Metallic Infuser. Ich öffne hier wieder, das ist eine Digital Miner. So. Acht schon mal, wie viel brauchen wir? Das wird schon reichen fürs Essen. So. Do your thing. Refined Obsidian Dust. Ein bisschen feiner Dust, der muss schon sein. Ja, jetzt schauen wir mal, was. Ob wir den heute. Das kriegen wir heute bestimmt noch hin. Bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich ein Osmium für so einen Staub. So schaut es auf jeden Fall aus. Halleluja. Nee, sogar mehr. Jawohl, ich brauche mehr Osmium. Ja. Osmium. Das ist einfach Osmium. Ding und. Ah, scheiß drauf. Schau, das hat doch ausgereicht. So. Ich hab das einfach hier drin geschmolzen, ne? So, dann sollte ich mal vorbereiten. Ja, du machst ja schöne Geräusche, du. Halleluja. Ich könnte die rein theoretisch wahrscheinlich auch Upgrades hier reinhauen. Rein theoretisch. So. Jetzt schauen wir wieder nach. Wie gesagt, ich bin ja nicht so der Beste, der so das machen kann. Der das so macht. Habe ich die Energy Tablet schon gebaut? Refined Obsidian, genau. Genau, das habe ich jetzt. Leute, ich habe die Test. Ich habe Atomic Alloy, Energy Tablet, Steel Ingot, Energy Ding. Doch, habe ich. Stopp. Ich habe, glaube ich, alles, was ich brauche. War das alles, was ich gebraucht habe für das Ding? Schau mal. Okay, das ist die Kiste. Perfekt, da hinten ein Roboter. Gut, und dann gucken wir, was jetzt fehlt. Ja, die habe ich auch. Warte mal, die habe ich auch. Die habe ich auch. Und dann haben wir einen Digital Miner. Perfekt. So, wieder herausfinden, wie man die früher programmiert hat. Ist eine Ewigkeit hier. Oh, holy shit. Okay, der schaut ein bisschen anders aus wie an das, was ich mich erinnere. Holy shit. Okay. Also an den ich mich erinnern kann. Der ist noch aus dem Jurassic Park Modpack. Das zeige ich auf meinem alten Kanal. Früher Let's Play zu dritt oder sowas. Und ja, der war irgendwie nicht so heftig. Config. New Filter. Material. Dann kann ich hier using of material. Okay. Mhm. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Juhu. Ich liebe es. New Filter. Oh Dick, wie war denn das? Ja, das werde ich noch rausfinden. Das werden wir alles dann drüber machen. Ich muss noch rausfinden. In den Arsch geht doch bestimmt dann der Strom, oder? Ja, dann kann ich hier auch Speed Upgrade und alles reinmachen. Wir klauen uns mal schnell. Habe ich noch ein Energy Ding? Ich habe doch bestimmt noch so ein Energy Cable. Dann klauen wir uns nicht mal. Ich gucke, ich habe noch eine. Die können wir hier zwischendurch mal anzwacken. Für kurzen Gebrauch. Das tut der eh nicht weh. Also das bisschen Energie. Ja. Unnötig. So. Komm her, du Ding. Und ich dich jetzt hinten anstecke. Nee, okay. Andere Variante, schauen wir mal. Wie gesagt, wir müssen das Ding noch rausfinden. Das machen wir jetzt hier. Ich habe doch diesen Output da hier. So. Ich habe so die Vermutung, der braucht einen. Ah, nee, hier kommt der Strom rein. Okay. Verstanden.
Ist es da hinten der Arschausgang für Ding? So, okay. Jetzt füllt er sich mit Strom. Perfekt. Da hat er 16 Cave drin, okay. Der hat oben auch einen Ausgang. Oder rein theoretisch kann ich oben. Oben eine Chest und warte, was haben wir eine Chest Builder? Eine Needy, die Chest Builder. Habe ich jetzt drin keine Fences? Braucht mehr Fences, okay. Fences. Dann bauen wir mal ein paar. Ach, jetzt legen wir noch, als ob ich sowas nicht besitzen würde mehr. Ich lasse nachher gleich hier mal ein ganzes Ding durchbauen, wenn es so sein muss. Ja, gut, auf jeden Fall zwischendurch. Aber fürs Erste wird es reichen, ein paar von denen zu bauen. Vor allem, dass die auf Lager sind. Da passt, okay. Dann schicken wir euch aufs Lager. Dann haben wir davon 600 auf Lager. So. Und dann tauschen wir das aus. Schicken das auch gleich wieder weg. Und dann können wir hier eine. Ah, da guck ich, kann ich die Farbe einstellen. Du bist jetzt die grüne Kiste und du bist zuständig für den Miner hier. Gut. Habe ich noch ein Ohr oder irgendwas so zur Verfügung? Ohr. Guck mal, ich habe hier jetzt noch Ardite Ohr. Das nehmen wir jetzt mal. Kann ich irgendwie die Info sehen? Ohr Ardite. Ich kann hier hinzufügen New Filter. Or are died. Safe. Okay. Wenn ich jetzt hier einen hinsetze. Stop. Start. Reset. Das passt noch. Aha. Aha. Du brauchst wieder diese komischen Speed und Energy Upgrades. Speed? Wo waren es denn? Ich habe sie doch gerade noch gesehen von da. Die da. Lass mich gerade, das in der Mitte. Wir müssen schauen, dass wir den hier jetzt so gut wie möglich testen. Da geht es gleich in Pulver. Natürlich auch dementsprechend einstellen, wie es gehört. Also. Wir haben jetzt Diamond Powder, um den Rest hier noch durchzupumpen. So. Das ist jetzt von Mechanism. Guck mal. Mechanism. Dann werde ich die Upgrades ja hier relativ nah beieinander finden, ne? Speed und Energy Upgrade. Energy braucht Pulverized Gold in dem Fall. Gold habe ich ja. Das sollte jetzt hier nicht die Schwierigkeit werden, oder? Gold. Nicht Golf. Gold. Können wir auch mal die Hälfte pulverisieren? Oder was? So, und dann tun wir hier wieder Mechanism eingeben. Mechanism. Wie gesagt, davon gleich die. War das nicht ein Mechanism, das das Jetpack hat? Genau, die haben auch ein Jetpack. Freerunners und das Armor Jetpack. Oder einfach das Jetpack. Das könnte man auch mal machen. Tin, Steel Ingot. Braucht dafür ein Basic Gas Tank. Den kann ich bestimmt bauen. Dafür sollte ich hier hingehen, ne? Basic Gas Tank. Easy erledigt. Und dann ein Jetpack. Was muss denn da eigentlich denn rein? Was hat jetzt gefehlt? Basic Circuit Board. Oh, come on. Machen wir das halt schnell. Problem, hier sind noch Diamond Dust drin, aber ja. Ich brauche Redstone. Das hole ich mir aus der Kiste. Ich habe da keinen Bock, jetzt hier zu suchen. Ich habe keinen Bock, es zu suchen und suche es. Habe ich gerade richtig gequasselt oder bin ich einfach komplett bescheuert? So. Wir machen hier Dump.
ein Redstone rein. Ein Osmium. Und dann wird es hier schon passen. So. Dann können wir hier den Circuit einsetzen und haben ein Jetpack. No gas stored. Ja. Wie kann ich das tanken? Scuba Tanks habe ich ja auch. Da muss Oxygen rein. Okay. Da steht doch da wahrscheinlich dabei, was da rein muss. Ne, Flamethrower ist das. Hydrogen. Bedeutet, ich muss Hydrogen passieren. Okay. Ja, das sollte ich dann schon irgendwie hinkriegen. Wahrscheinlich so ein Chemical Oxidizer wird dafür dann gebraucht. So. Jetzt haben wir euch. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Business. Und Business war, dass ich erstmal ein paar Energy Speed Upgrades haben wollte. Eins. Ah, jetzt brauche ich. Was will das? So, drei. Machen wir vier Stück davon oder fünf Stück. Und dann. Und dann tun wir noch ein paar von den Energy Upgrades machen. Hat die nicht mehr gefunden. Ja, super. Vier davon, das sollte ja reichen. Okay, dann tun wir den mal damit equippen. Dann gehen wir auf Upgrades. Tun ihm das Speed Upgrade rein. Dann wir die mal rein. Increases the speed of the machinery. Dann gibt es noch die Energy Upgrades. Mod of Effect ist hier. Ich könnte 8 insgesamt reintun. Bei den Energy-Dingen könnte ich auch 8 reintun. Wollen wir das machen? Leute, ich müsste noch... Oh, Mechanism, ne, genau. Ich müsste noch... Energy... 4 Stück machen. Und Speed 2... Die 3, so. Dann sind die Dinger fully... Ist das Ding fully upgraded? Tun wir erstmal hier schauen, dass die Energy voll ist. Dann ist jetzt hier 4,25. Dann haben wir die wirklich bis zum letzten ausgenutzt. Mal 10 Energy Efficiency. Ist natürlich für uns praktisch, wenn wir unterwegs sind. Anker? Was ist ein Anker? Keeps Machine Chunk Loaded. Damit das. Kann ich das nicht machen? Och nee. Also Diamond Dust hatte ich. Ne, habe ich verbraucht. Aber na gut, wenn ich mir merke, wie ich die machen kann. Ich will da. Wenn it feels so good. Wo sind denn die jetzt? Bin ich blind? Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.